schaut sich nach den Kindern um. Ihr seid ja schon alle da, das ist ja ganz wunderbar. Hallo ihr Lieben, heute wollen wir mal ausprobieren, welche Geräusche wir machen können, nur mit unserer Stimme. Die benutzen wir nämlich ganz schön häufig, ohne dabei Worte zu sagen. Ich erkläre euch das mal mit einer kleinen Geschichte. Als ich heute Morgen aufwachte, war ich noch richtig müde und musste gähnen. Als ich dann auf den Wecker schaute, erschrak ich, weil es schon spät war. Oh! Schnell sprang ich aus dem Bett und stieß damit mit meinem Fuß ans Bettgestell. Au! Aber ich musste leise sein, weil die anderen noch schliefen. Psst! Auf dem Weg zur Küche roch ich frisches Brot. Und nach dem Frühstück war ich richtig satt und geschafft. Puh! Habt ihr gemerkt, wir haben ganz viele Sachen, die sagen wir einfach ohne Worte. Und ihr wisst genau, was damit gemeint ist. Und das kennt ihr auch alle. Und der Musikkater auch. Denn wenn ich etwas besonders schön finde, dann sagen wir: Ah! Wenn wir staunen, dann sagen wir: Ui! Oder vielleicht auch: Wow! Wenn wir uns vor etwas ekeln, dann sagen wir: Und wenn etwas gut schmeckt, dann sagen wir: Wenn es still sein soll, dann flüstern wir ganz leise: Psst. Wenn wir nach jemandem rufen, dann sagen wir vielleicht: Hey. Wenn wir uns wehtun, dann sagen wir meistens: Aua. Und wenn wir etwas schade finden, dann sagen wir: Oh. Und wenn wir was ganz Schwieriges geschafft haben, was sagen wir dann? Vielleicht: Puh. So, und jetzt habe ich ein Spiel für euch und besonders für eure Ohren. Ihr dreht euch einfach mal um mit dem Rücken zu mir und hört ganz genau hin, was ich mache, und versucht das Geräusch mit eurer Stimme nachzumachen, so wie ein Echo. Der Musikkater, der macht das jetzt genauso wie ihr.
So ein Echo-Spiel könnt ihr natürlich auch gerne einmal mit euren Geschwistern, Papa oder Mama machen, mit allen Geräuschen, die euch so einfallen, die ihr mit eurer Stimme machen könnt. Jetzt wollen wir unser Musikkaterheft aufschlagen. Ein paar Seiten nach unseren Nüssen kommt ein Bild mit einer Straße mit ganz vielen großen Bäumen, durch die nachts ein Mann mit seinem Hund spazieren geht. Das ist die Kastanienallee. Und dort können wir auf dem Bild ganz viele Geräusche entdecken und nachmachen. Wir gehen zusammen mal auf diese Seite. So, hier ist nun unser Bild von der Kastanienallee. Und wir können mal stöbern, was wir für Geräusche entdecken. Und vielleicht hilft uns der Musikkater, rauszufinden, wie das wohl klingen könnte. Wir können ja einfach mal zusammen hier vorne anfangen. Wir fangen einfach mal auf einer Seite der Kastanienallee an. Guckt mal, was sehen wir denn da auf der Bank? Ich glaube, da ist eine Maus, die in einer Tüte mit Popcorn oder Nüssen nach etwas Leckerem sucht. Was macht die denn wohl für ein Geräusch? Knister, 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 knister. Und hier haben wir eine Katze, die sucht in dem Mülleimer nach was Leckerem. Wie mag sich das wohl anhören? Ruschel, 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 ruschel. Hier drüben an dem Brunnen, da tropft der Wasserhahn. Und schaut mal, auf der Mauer sitzt ein Frosch. Quack, quack. Hier ist eine Freundin vom Musikkater, die schärft sich ihre Krallen am Baum. Und da hinten sieht man einen Kirchturm, bei dem die Glocken läuten. Ding, dong, ding, dong. Auf dem Baum sitzt eine Eule. Was macht die wohl für ein Geräusch? Uhu. Uhu. Seht ihr die Hunde hier unten? Der eine Hund, der hechelt ganz doll. Und der andere Hund, der schnuppert. Das Herrchen von den beiden ist auf einen Ast getreten. Was passiert denn wohl dann? Knacks, knacks. Hier hinten an dem Baum, da ist ein Specht, der mit seinem Schnabel gegen den Baum klopft. Dok, 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 dok. Und ich glaube, er hat so doll geklopft, dass eine Kastanie heruntergefallen ist. Plumps. Zu unserem Bild gibt es auch ein kleines Lied. Ich spiele euch das gerne mal vor. Nachts in der Kastanienallee ist's finster, ist's finster.
finster, ist's finster. Horch doch mal, da raschelt was. Vielleicht findet ihr ja noch mehr Geräusche, die ihr nachmachen könnt. Auf dem Bild, zu Hause oder draußen. Sucht einfach mal danach und probiert es aus. Viel Spaß dabei und tschüss bis nächste Woche.